Okay. Schauen wir mal. Was passiert denn jetzt noch auf dem Weg dahin? Ah, der ist schon da. Oder? Ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. Wie heißt denn der Typ, der Protagonist? Hab irgendwie nie drauf geachtet. Egal, nennen wir ihn einfach Late Shift. Okay, wir sind am Empfang. Ist es die? You work here. As you can Krass. see. Hast du den Maserati geklaut? We had some party to go to. Some bet for a grand. Why do you think I'm back here doing an extra shift? Yeah, well, things would have gotten way worse for you. Oh, don't start. What brings you here? Hat sie nicht gesehen, I dass ich wanted to entführt see wurde? someone. Can you tell me what room Sebastian de Clark's in, please? Hey, warum hat die mich nicht beschützt vorhin? Is he here? I'm sorry, I can't help you. Oh, come on. It's just a room. What? Like it was just a key? Oh, come on. Good night. Alter. Alter, ey. Look, Verarsch mich this isn't nicht. about some entry ticket to some party, yeah? This is way bigger. What's so important that you need to see him now? Soll ich sterben sonst? Ich vertraue Sorry, ihr. Said. But ever since we met this evening, my night has just got worse and worse. Well, ditto. Oh, look. I know you think I fucked you over, but chasing you out of that garage might have just saved your life. Is that the best you can do? Look, please. I'm in real trouble right now. Okay, I need to speak to LeClerc. It's quite possible he could save my life. Just 5 minutes, please. It's all I need. How do you know Bitte. him? Kenn ihn We've gar met nicht. before. Since when? Seit We met 3 Stunden. a new motif combinatorics. What the hell is Oh. that? Just 5 minutes, please. Hä? Seventh floor, room 703. And if you get caught, I've never seen or heard of you. Thank you. Alles gut. Danke. Wir sehen uns später. Du weißt schon warum. Ich werde mich noch bei dir bedanken. Mit einem Maserati. Okay, komm. Schnell in den Fahrstuhl reingesprungen, aber der ist eh wieder aufgegangen. Die Fahrstuhltür. Okay, 703, glaube ich, war das. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst. Aber da geht eh von selbst rein. Ich bin eh nur hier, um ein paar Wörter zu kommentieren. Das Spiel läuft ja von selbst. Es ist ja ein Film. Gib ihm seinen Spaß, Mann. Lass ihn seinen They won't let me use the internet. Spaß. Oh my god. That's how we got the ball at the auction house. Der Typ hat jetzt wirklich die Schüssel geklaut? Ah, oh, der ist im Koma wegen der Gehirnerschütterung. Okay. Ich hatte auch schon eine Gehirnerschütterung. Ich habe halt viel gekotzt. You remember me, right? You shouldn't be here. Nurse, nurse. Als Maul. Now you listen to me, mate. I'm a peaceful man. Okay, I do not want to hurt you. But if you try that shit again, I swear to God, the bits of you that are gonna get a whole lot worse. Do you understand me? Do we have a deal? Yes. Sag mir einfach nur, wo die Schüssel ist. Good. Now tell me about your deal with Samuel Parr. I know you replaced the porcelain rice bowl with a forgery. That's a lie. Do you want to discuss that with the police, mate? Perhaps have a little gander at the surveillance footage with them. They've already seen the footage. Of the robbery, maybe. But what about the footage of you after you left the main auction room? Of where? The elevator? Das ist There was no footage from there. No, but that's what you switched in there, isn't it? And a camera must have seen you. Even if you had your back to it. And if people know the truth, be clear to see what you were doing. Dad, what do you want? What do you want from me? Where's the original?
Does Paul have it? If I tell you, you have to promise to tell no one about me. You're kidding, right? If you don't promise, I tell you nothing. Von mir aus. Just you and me now. Now, where's the fucking rice bowl? It's the last time I'm gonna ask you nicely. Okay. Okay. I swapped it. I swapped it in the elevator. The original with the forgery, and I hid it. The cabinet. Paul's cabinet I bought an auction. There was a secret compartment in it, right? Yes. Is that where it is? Is the bowl still inside? I don't know. This is the truth. The security took everything to the safe storage after the robbery, and they brought me here to the hospital. Mann. Safe storage. Inside Hainsworth. Yes. Okay, oh, dann lass abhauen. Christ. Ah, was haben wir denn da? Will this get me into the vault? Yes, if you can get to it, yes. Yes, und da steht Wii. Den leih ich mir mal aus, den Ausweis. So, wir sehen uns später, gell? Sorry nochmal, was ich angetan hab. Deal. Get what soon? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sehr froh, dass du mich auf Französisch beleidigst. Das würde ich antworten. Okay. Jetzt auf zum Tresor, hä? Wow, es wird. Wir sind schon in der Morgendämmerung. Sonnenaufgang. Mann, Mann, Mann. Das ist aber eine Spätschicht hier. Die Tränensäcke werden immer größer. Werden wir den Tresor knacken? Er ist aufgewühlt, aber auch etwas müde. Er will, dass einfach nur die Sache vorbei ist. Meiling, wieso habe ich dir vertraut? Du hattest deine Gründe. Du wolltest auch nur überleben. Okay. Schau dir mal alles an hier. So, schau dich mal um. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein paar Fluchtwege und alles. No, I'm fine. I'm just killing time to my next appointment in 5 minutes. With him? Mr. Quinn? Okay, elevators are just there. It's on the second floor. Great, thanks. Danke. Okay, hat ja was gebracht. Kannst du nicht einfach mal dein Hemd auch mal in deine Hose stecken, damit du einfach nicht so wie ein Junkie aussiehst? Was hat er gesagt? Fuck it, they've canceled this card. Eieiei. Okay, dann fahr nach oben. Zweite Etage, bitte. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, dass der Fahrstuhl, dass der Ausweis deaktiviert wurde. Können wir den eigentlich noch gebrauchen? Kannst du ein bisschen gerade stehen? Rücken gerade. Hose hochziehen. Junge. Okay. Das Ding sieht schon mal teuer aus. Kann man einstecken hier. Steckt die Vase ein oder was es sein soll? Okay. Die Schüssel. What the hell do you think you're doing? Your colleague let me in. Who? Mr. Quinn. Mr. Quinn. Mr. Quinn. Ich bin Mr. Quinn. Der ist es bestimmt. Wait here. Der ist 100 pro Mr. Quinn. Geh lieber weg. Ich glaube, der ruft Security oder sowas. Treppenhaus.
Okay. Ist er jetzt auch wieder rausgegangen? Nein, geh doch wieder. Ah. Fuck me, that was close. What a terrible idea. I should have gone straight to Paul's in the first place. Wieso haut er wieder ab? Geh doch wieder rein! Mann, ich hab's verkackt. Habe ich eigentlich Geld fürs Taxi? Okay. Jetzt sind wir auf dem Anwesen von Parr. Ist doch alles offen. Das Tor ist gar nicht geschlossen, okay. Als würde er mich erwarten. Good morning. I have an appointment with Samuel Parr. Mr. Parr does not receive guests before 10 o'clock. I want to see him, and I want to see him right now. Wait here. Okay. Mr. Parr? Ging aber schnell. This man says that he thank has you, Willa. I'll take my tea in the study today. Der kennt mich durch die Videos, Überwachungskameras, 100 Pro. You intrude at the crack of dawn, my friend. I assume it's urgent. I want the original. Original of what? You know what I'm talking about. Do enlighten me. Klären Sie mich auf. The fucking rice bowl. If you're referring to the rice bowl that was stolen from Hainsworth last night, that piece is gone. Lost forever, I fear. That's not true though, is it? No. Because what was stolen was a copy. The original is safe and in your possession. And you are? Matt. You can call me Matt. Well, Mr. Matt. Mr. Matt. How did you come by this extraordinary theory? I know that Mailing forged a copy for you, and you organized the robbery. And you have proof to back up this outrageous slander? I don't need proof, mate. We're not in court, are we? I know what I know, yeah? That you fucked up my life for a piece of fucking pottery! Language, dear boy. Don't get confused. And I know about your deal with Sebastian de Clark. Yeah. Smuggling the original out of the auction house, hidden inside the wooden chest you bought. This is quite the little work of fiction, isn't it? What do you hope to gain by this? Mann, da macht's mir echt schwer. Der ist echt gut. Der ist gerissen. Der weiß ganz genau, was er tut. Ich lag ihn damit in die Eier. Do you have any idea how much that cost? I don't know, mate. As much as this one? Wait. Alright. Sensibly in my study. Yeah. Und die Frau hat jetzt nichts gehört? Die Frau hat doch bestimmt jetzt zugesehen, hat voll Angst, dass sie das, die Haushälterin. Der läuft weiter mit seinem Baseballschläger in der Hand. So. I don't know. Since it was stolen, I've lost track. That's a lie. It's the truth. I'm not leaving here without that fucking bowl. I don't know where it is. Ich glaube, der weiß wirklich nicht, wo die ist. Everything in here. Mr. Parr, is everything all right? It's fine, Ulla. Everything is fine. I'm not fucking joking, yeah. I will fuck up everything. I need that bowl. People's lives depend on it. I don't think you'd go that far. Neither did I until I got here. But where's the line? How far will I go? You're making a mistake. Er ist einer von den Bösen. The hell with you! Oh. Mann, so habe ich es mir das nicht vorgestellt. Until I get that fucking bowl. Krass, Mann. Oh God. It's here. The bowl is here. Show it to me. It's in the safe. Krass. Er hat mich die ganze Zeit angelogen, Mann. Die lügen die ganze Zeit. Alles sind Lügner hier. Öffne selbst, am Ende holt er eine Knarre raus. Sag ihn mir. Und da ist bestimmt noch eine Waffe drin oder so. Ja. Genau.
Ah! Klatsch den Tod, Mann! Give me the fucking bow! I can't give it to you. I can't. Warum? You kill me for it. You won't be the first to die for it. There'll be many of you before. Huh? You have your fucking mind. Wegen der scheiß Schüssel. Ich töte ihn nicht. I am serious. Don't shoot. It isn't here. It's still at Hainsworth's. You said you picked it up last night. I couldn't get it. Not with the police there. It's still in the vault. Then when's it being delivered? When? Why would I tell you? Okay. Okay. Then we'll wait here. Together with the choice. No, wait. What? Dann auch Angst. Get me out of this. I'll give you £1,000,000 if you keep my involvement from the choice. You can take £100,000 right now, right out of the safe. Rest later. Klar, nimm mit. £1,000,000. What? And you get scot-free, do you? Scot-free. Ich nehme das Geld an und verrate ihn trotzdem später. Komm, gib an ihm alles. Mit gehangen, mit gefangen. But if I don't get the rest of the money, the choice will find out. Whatever it takes. I'll call Hainsworth and tell him that the chest is being picked up. Eigentlich geht's mir gar nicht um Geld. I'm going to pick up the thing myself. No. That's fine. Thank you. Car keys. You drive. Fährt? Okay, geil. Nö. Interessant, wie sich jetzt die Story jetzt wendet. Ich habe jetzt bewusst das Geld angenommen, obwohl der das Geld eigentlich gar nicht haben will. Das hätte jetzt gar nicht zum Charakter gepasst, aber wir schauen einfach, wie sich jetzt entwickelt, wenn man einfach mal solche Entscheidungen trifft. Geil. Er fährt im Morgenanzug. In diesem Oldtimer. Newton was right about gravity. It's a lot less trouble to go down than it is to go up. Everything in this world gets easier when you sell your soul to it. The path of least resistance. Okay. Ah, da ist schon das Paket. Ein bisschen zu groß für den Kofferraum, oder? Ah, passt in den Rücksitz rein. Thank you. Alles unterschreiben. Perfekt. Die Schüssel ist in der Kommode. Angeblich, ne? Der will mich doch bestimmt wieder zinken oder so. Und? Ist es die Schüssel? Da ist sie! Aber nicht, dass es auch eine Fälschung ist. Am besten ein bisschen Sake rein und trinken. Wieso ist es so viel wert? Mann. Okay, wo sind wir? Sind wir in der Botschaft oder ist es ein Konsulat oder was? Wo sind wir gelandet? Das Auto hat eben voll geblinkt. Okay. Das sind unsere chinesischen Freunde. Wir haben ein Geschenk für Mr. Choice. We have no choice. Morning, gentlemen. Morgen. Ich habe Brezel mitgebracht. Und ein bisschen Süßkram und Gebäck. Da ist er. Mr. Choice. Ist es das, was ihr wollten? Mr. Choice.
Der trinkt bestimmt jetzt den Whisky daraus. Ingoe, Nico. Kaidochi. Moment sei. Das Original. Original. We've not been disappointed by our corporation. Where's my Ling? She's here. Whoa. Are we free to go? One question. Mei Ling claims she was ordered to steal a copy of the ball by Samuel Park, who in turn intended to retain in secret the original ball for himself. To your knowledge, is this true? Yeah. Yeah, it's true. Do you have proof? No. Never mind. We investigate a matter with Mr. Paul himself. Der wird wahrscheinlich sterben. Wir haben 100.000, reicht, um die Studiengebühren zu zahlen. Wir haben 100.000 in der Tasche, passt schon. You may leave now. Where is Mei Ling? Wo ist sie? Room 731. Lebt sie? Lebt sie noch? Finde es heraus, geh schnell, schnell, schnell. Which I know. What did he say? Goodbye. Der hat bestimmt gesagt, du bist volles Arschloch, Mann. Aber die haben falsch übersetzt. Damit die seine Gefühle nicht verletzen. Mei Ling, renn doch schnell zu Mei Ling, nicht, dass sie tot ist. Oder ist sie eine von denen? Komm schon. Oh mein Gott. Mei Ling. Mei, open your eyes. Mei Ling. Oh fuck. Oh. Jetzt ist das Blut an meinen Händen. Oh mein Gott, er hat die Waffe in der Hand. Fingerabdrücke. Ist sie tot? Und ich komme in den Knast? What the fuck? Ich glaube nicht, dass es nach Plan lief. Directed by Tobias Weber. Tobias Weber. Alter. Ich glaube nicht, dass es das Ende war des... Ich glaube nicht, dass es ein Happy End war. Ich hab's voll verkackt, glaube ich. Eieiei, Haruka Abe! Krass. Eieiei. Ey, das Spiel würde ich gerne nochmal spielen. Mit anderen Entscheidungen und am liebsten mit einem Happy End. Ich glaube, hätte ich das Spiel ein bisschen anders gespielt und ein paar andere Entscheidungen getroffen, wäre das nicht das Ende vom Film gewesen oder vom Spiel gewesen. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch ein Happy End, eine andere Version vom Ende. Und dadurch, dass das Spiel nicht gerade so lange ging, was mir im Vorfeld schon klar war, habe zwar diese 12 Euro bezahlt für das Spiel, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, mal so eine Art von Spiel zu spielen. Aber schon interessant, ja. Ich würde es auf jeden Fall nochmal zocken. Ja, schon interessantes Ende. Ja, was soll ich sagen? Falls das Video gefallen hat, falls das Let's Play gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls nicht schon erledigt, und beim nächsten Video geht's weiter, beim nächsten Let's Play geht's weiter. Vielleicht werden wir das nochmal zocken hier. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass es nicht so lang geht, das Spiel, dass wir das nochmal zocken, allein schon deshalb, um ein anderes Ende zu bekommen. Und ich würde mal sagen, macht's gut. Beim nächsten Video geht's weiter. Ciao.